Wenn du dich heute nach einem authentischen Ledergürtel umsiehst, du dabei noch dieselbe Qualität wie vielleicht vor 30 Jahren haben willst, dann hat die Industrie nur eine Reaktion für dich übrig. Und überhaupt, was heißt heute eigentlich echtes Leder? In der Praxis leider gar nichts. Ich sag dir gleich die einzige Bezeichnung, auf die du bei einem Kauf eines Ledergürtels achten solltest. Vorher gucken wir uns hier mal 4 Modelle an, die allesamt als Markengürtel deklariert sind, von denen aber nur einer voll überzeugt. Diese Gürtel hier waren unterschiedliche Zeit lang in meinem Gebrauch und wir gucken uns jeden einzelnen mal etwas genauer an. Nehmen wir gleich mal den Desaster-Gürtel. Dieses Teil kommt, wie du sehen kannst, von einer renommierten Marke, der war nicht länger als 6 Monate im Einsatz und beginnt jetzt, sich vollständig in Luft aufzulösen. Der war deklariert als sogenannter Genuine Leather Gürtel, was nichts anderes ist als ein Marketing-Gag und in der Praxis rein gar nichts bedeutet. Eigentlich habe ich auch gleich beim Auspacken erkannt, dass das niemals echtes Leder sein kann. Der Geruch war super chemisch und angefühlt hat sich das Teil wie Gummi. Und da denkst du halt, was soll's, wenn er genauso gut hält für den Preis, ist es doch eigentlich Wurst, oder? Vergiss es. Gerade Modemarken wie Boss, Calvin Klein, Hilfiger und so weiter, die meide ich für meinen Teil inzwischen immer mehr. Du siehst ja gerade hier im Belastungsbereich, wie sich die minderwertige Oberschicht ablöst und ja, so kannst du den natürlich nicht mehr tragen. Wenn ich den Gürtel dann durchschneide, dann sieht man auch unmittelbar, dass wir hier nichts als aufgeschäumtes PU-Material haben. Den so beliebten Feuertest, den besteht er zwar, der besagen soll, dass echtes Leder nicht so leicht brennt, aber das muss heute eben auch nichts mehr heißen. Der zweite Gürtel stammt vom selben Hersteller und ist ziemlich neu. Den habe ich mir geholt, weil ich Wendegürtel nun mal sehr mag und die gibt's bei Marken, denen ich voll vertraue, leider nicht so häufig. Ja, was meinst du denn? Sieht auf den ersten Blick ganz solide aus, oder? Naja, der Verschluss sieht gut aus, da stimme ich dir zu. Was die Oberseite des Gürtels anbelangt, sieht man aber auch gleich, dass es kein echtes Leder sein kann. Die Struktur hier ist aufgepresst, so sieht keine natürliche Pore aus. Als Wendegürtel kannst du den kürzen, wie du es brauchst und hast dann dementsprechend ein Stück, das du genauer analysieren kannst. Und siehe da, Schichtsalat, eine Mogelpackung also. Die untere Schicht, die dürfte vom Gefühl und vom Aussehen her schon Leder sein, aber eben nur Spaltleder, was die Haltbarkeit des Gürtels reduzieren muss. Der dritte im Bunde ist von der deutschen Traditionsmarke Picard und hier kommen wir schon eher dahin, wo wir hinwollen. Den habe ich jetzt circa seit einem Jahr und im Großen und Ganzen ist der ganz okay. Hier siehst du auch den Aufdruck Genuine Leather, was nichts heißen muss, aber die Käuferklientel nun mal darauf reagiert, da kann man nichts machen. Auf der Höhe der Verformung siehst du, wenn du genauer hinschaust, dass auch hier mit Schichten gearbeitet oder einfach zu viel Lack draufgekleistert wurde. Ist hier kein Weltuntergang, kann man aber besser machen. Der vierte Gürtel wieder von Picard ist das, wo wir hinwollen. Den trage ich seit ca. 7 Monaten und abgesehen von einer leichten Patina, welche normal für Leder und auch eigentlich ganz schön ist, gibt's hier keine Anzeichen für Makel oder Defizite. Der Gürtel fühlt sich natürlich an, er duftet wunderbar markant nach echtem Leder, er bringt eine gesunde Steifigkeit mit, die Dicke ist natürlich, es sind keine knüppeldicken Lackschichten vorhanden und all das sind sehr gute Indizien für echtes Leder. Und bei dem Stück, welches vom Kürzen übrig bleibt, da bestätigt sich auch die Vermutung. Es bilden sich keine Risse beim Verformen. Das Material nimmt ohne sichtbare Zeichen wieder die Ursprungsform an. Genauso muss es sein. Was ist jetzt aber der finale Beweis und die einzige Bezeichnung, auf die du bei einem Ledergürtel achten solltest? Nun, am Querschnitt des Gürtels siehst du's. Wir haben es hier mit Vollleder zu tun. Keine Schichten, kein Spaltleder also, sondern die ungespaltene obere Hautschicht.
So muss das sein und so sollten authentische Ledergürtel auch deklariert sein, um alle Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Ich platziere dir mal Links von 3 Herstellern unten in die Box. Picard Ledergürtel, die ich sehr mag, Gürtel von Lindenmann, bei denen du zum sehr günstigen Großmarktpreis abgreifen kannst, und auch die kleine, aber sehr edle Kollektion aus dem Hause Uli Schott. Bei diesen Anbietern, da unterstützt du auch europäische Produktion, anstatt dein Geld für Plunder in Richtung Fernost zu transferieren. Übrigens, ein Volledergürtel, der braucht Pflege genau wie Lederschuhe dies tun. Und wenn dich die Patina oder leichte Verfärbungen mit der Zeit stören, dann kannst du den am besten mit einfacher Schuhcreme behandeln. Die kann der Farbe des Gürtels entsprechen oder wie hier auch transparent sein, wenn du den ursprünglichen Farbton gar nicht verändern willst. Das Ganze trägst du dann lückenlos und geschmeidig auf den Gürtel auf, bürstest nach dem Einziehen noch ein bisschen blank und ja, der Gürtel sieht wieder aus wie neu. Danke fürs Zusehen, wirf einen Blick auf meine Empfehlungen, beste Grüße, ciao, ciao.